So, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Pokémon XD, der dunkle Sturm. Ja, danke an... danke an Tony Boy 1 oder keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Auf jeden Fall danke dafür. Er hat mir gesagt, dass Hundemon erst auf Level 51 Flammenwurf erlernt. Und das mit der Glutattacke, die ihr gerade gesehen habt, das geht einfach nicht klar. Nee, irgendwie war das jetzt komplett nutzlos. Ah, okay. Da vorne steht er, der erste Wächter von Phrenos. Damals haben wir die Wächter und Meister Phrenos in Porta Portus gesehen und jetzt... Jetzt ist es soweit. Es ist schon eine Weile her. Erinnerst du dich noch an mich? Weißt du noch, ich habe dir in Porta Portus geholfen. Dank ist aber nicht nötig. Ich habe nur einen Narren bestraft, der sein Krypto-Pokémon in der Öffentlichkeit zeigte. Zu der Zeit wollten wir nicht, dass die Welt von unseren Team Kryptos Plänen weiß. Damals dachte ich, du wärst ein normaler kleiner Bengel. Nicht im Traum hätte ich vermutet, dass du Team Kryptos ärgster und gefährlichster Feind würdest. Doch genug geredet, du warst fähig, die Insel Obscura zu erreichen. Lass mich sehen, wozu du im Kampf fähig bist. Der Typ hat mir geholfen? Ja, das mit dem wusste ich gar nicht. Na egal. Schwalboss und Simsala. Ja, Simsala, das haben wir doch gesehen. Mit dem hat uns der Typ geholfen. Damals vor diesem Strohichdolf. Schwalboss, ein Krypto-Pokémon. Das finde ich irgendwie fies. Nee, das geht gar nicht klar. Zum Glück habe ich Hundemon jetzt als Versuchskaninchen nach vorne gepackt. Ach, das ist doch blöd. Ich hätte es lieber gehabt, wäre ein Krypto-Pokémon erst später gekommen. Hätte man wenigstens mal wechseln können. Das ist doch jetzt wieder auch so unlogisch. Könnte das nicht wenigstens Kryptoflügel heißen? Ui, Donnerschlag. Uff. Okay, das nehme ich dir übel. Na egal. Magnarien. Nein. Galoppa, los geht's. Ja, es bringt nichts mehr. Es bringt nichts mehr, irgendwas jetzt noch großartig umzustellen. Ich denke mal, ich werde Hundemon und Galoppa gegen andere Krypto-Pokémon, die wir jetzt in der Zeit noch bekommen, austauschen. Nee, das geht nicht mehr. Uns fehlt die Zeit dafür. Es ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit bis zum Boss. Das mit Hundemon, das war ein Schlag im Nacken. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das ist so spät erst Flammenwurf lernt. Na, dämliches Simsala. Auf wen? Wow. Nicht schlecht. Okay, Krypto, Beben und Psychokinese. Ja, Citra King, ein Wasserdrachen-Pokémon. Ach ja. Mann, was ist denn heute los hier? Ui. Jetzt krass er einfach mal Psyana an. Nee. Der Logik halber hätte ich ja Galoppe angegriffen. Wunderbar, Citra King ist schon mal weg und Simsala bitte auch. Ja, ein Volltreffer. Wunderbar. Dankeschön. Danke. Bye, bye. Ach, nee. Damals auf dem Nintendo 64 war es bei Kadabra so, dass es den Löffel so anscheinend wegschmeißen wollte und dann ist der auf seinem Kopf gelandet. Das fand ich schon immer so witzig. Okay, Electek und Scaraborn. Ui, Electek. Ein Krypto-Pokémon.
Darabon nicht. Das finde ich sehr schön, weil dieses Viech ist komischerweise ein Käfer-Kampf-Pokémon. Was ist das? Ich kenne dieses Tier, aber ich komme nicht drauf. Ah, egal. Relaxo, auch ein Krypto-Pokémon. Moment! New Waker! Der erste Trainer mit drei Krypto-Pokémon. Das ist mal was Neues. Ah, jetzt wird's doof. Oh nee. Nicht Überreste. Ich hasse es. Ja. Ich bin mal wieder zu blind, den Supertrank. Nein, nicht gegen Gift. Supertrank zu finden. Ja, das reicht aus. Okay. Das geht gar nicht. Relaxo, das ist, denke ich mal, jedem bekannt aus der ersten Generation. Electric auch. Electric ist verflucht selten, während man Relaxo zweimal insgesamt findet. Aber, ja. Relaxo. Das ist dämlich. Erholung und fällig. Ja, heutzutage, wenn da Schnarcher und diese Beere hinzukommt. Was ist das? Okay. Nee. Wie hieß sie jetzt? Krypto-Roetur oder so ähnlich. Was nehmen wir denn jetzt? Magnaien auf jeden Fall. Na, das ist blöd. Das ist jetzt blöd. Wenn er das nochmal macht, ist er weg, oder? Nee, nochmal sollte er es überleben. Nochmal sollte er es überleben. Das war's dann auch. Ja, Schaufler können wir nicht einsetzen. Bodycheck ist, glaube ich, stärker als Biss. Und du mach mal was Vernünftiges. Es ist doch langweilig. Immer diese dämliche Krypto-Dunst. Wenn das wenigstens den Angriff oder die Verteidigung senken würde, dann würde ich das jedenfalls noch als Taktik ansehen, aber so? Nee. Ui. Ja, Krypto-Attacken gegen Krypto-Pokémon nicht sehr effektiv, wissen wir. Ui, Kontramodus. Ah, ich bräuchte eine Zeitflöte, dann würde ich wenigstens Galoppa erlösen. In der Hoffnung, es würde Flammenwurf erlernen. Ja, Static, das war mal wieder sowas. Ja, Krypto-Retour. Ui. Ui. Wieso hat das jetzt so wenig abgezogen? Hä? Ach, bestimmt ist das wieder so eine Attacke, die immer nur die Hälfte abzieht. Könnte ich mir eigentlich gut vorstellen. Na egal. Ready to catch. Bereit zu fahren. War das jetzt sinnvolles Englisch? Ich glaube nicht. Okay, dann nicht. Ja, Relaxo, das frisst den Pokéball auf, so viel das immer frisst. So viel wie das immer frisst. Ah, deshalb ist es so schwer, das zu fangen. Ja, jetzt kommt's wieder. Oh, schade. Man hätte ja hoffen können, aber ja, das zieht anscheinend immer nur die Hälfte der KP ab. Der aktuellen KP. Oh toll, jetzt bin ich schon fast wieder am Ende. Sehe ich auch, los geht's. Ich gebe nicht auf. Nein, nein, nein.
Noch ein bisschen wird es, glaube ich, nicht überleben, oder? Doch, das ist problematisch. Aber ich benutze einen Beleber. Ja, komm. Alles oder nichts. Nee, darauf kann ich jetzt gut hier bei so einem Kampf verzichten. Komm, roter Bereich. Jetzt ist er drin. Ja, wunderbar. Hier zum Beispiel Relaxo wäre ein guter Ersatz für Hundemon, genau. Ja. Aber mal sehen, was da noch alles kommt. Muss ich gleich mal nachgucken. Ja, ich kann doch nachgucken. Na egal. Doch, ja, nein, ach, überlege ich mir noch. Na ja, das war's jetzt, denke ich mal. Wunderbar. Fangen ist lieber als besiegen. Das bedeutet Ärger, wenn uns nicht etwas einfällt. Schwabos, Relaxo und Electric wurden auf den PC übertragen. Ich erkenne nun, dass ich dich schon viel früher hätte erledigen sollen. Mehr kann ich nicht tun, ich muss dich nun Meister Phrenos selbst überlassen. Aber mein Junge, denke nicht, dass es damit vorbei ist. Ich werde meine Träume nicht aufgeben. Welche, stellt sich die Frage.